Willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. In dem letzten Part waren wir in dem Windkraftwerk und da hatten wir Team Galactic verscheucht. Und in diesem Part werden wir uns nach Evigenau begeben, denn da soll sich der zweite Arena-Leiter befinden. Und ja, bei dem bekommen wir also den zweiten Arena-Orden. Und den brauchen wir, ja, weil das uns so gesagt wurde, ne? Also wir sind ja auf der Suche nach den 8 Orden. Nicht, dass ich das Ganze überhaupt verstehen würde, denn ich weiß nicht, warum der Typ damit einverstanden ist, nach den 8 Orden zu suchen. Ich meine, hat er keine anderen Pflichten, außer, ihr wisst schon, also, ich denke, man hat ja sonst was im Leben davor gemacht, also, bevor man das jetzt gemacht hat, was man da jetzt macht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Junge irgendwie sehr viel Zeit und, ist irgendwie ein sehr guter Sklave und macht einfach was ihm, alles, was man ihm halt sagt, ne? Ist an sich sehr cool. Also, ich persönlich habe ja nichts dagegen, also solange ich jetzt nicht bin, ist es ja cool, aber... Okay, warum... Ich weiß gar nicht, warum ich das hinterfrage. Ich meine, es ist doch egal, ne? Es ist ein Spiel, ne? Desto mehr man hinterfragt, desto blöder kommt einem das Ganze vor und... desto mehr kommt man sich selbst sehr blöde vor, ne? Also, ich meine... ich glaube, man sollte das Spiel einfach gar nicht hinterfragen und einfach genießen, ne? Ich denke, darin liegt der Geheimnis, ein Spiel so... auszukosten, dass es einem halt Spaß und Freude bereitet, oder? Was denkt ihr? Ich denke schon. Also desto mehr man etwas hinterfragt, desto mehr verkackt man und irgendwie wird dann alles irgendwie am Mindfuck. Egal. So, auf jeden Fall ist jetzt Nacht, Leute, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Und ja, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich dieses Spiel hier in der Nacht zocke, was sehr dumm ist, denn falls ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich lieber in der Nacht zocke als am Tag. Also die Pokémon-Spiele auf jeden Fall. Ich finde einfach die Atmosphäre während der Nacht einfach irgendwie geiler und mysteriöser und einfach schöner vor allem. Also ich spiele viel lieber in der Nacht. Es ist einfach... ich habe so ein sehr gechilltes Gefühl, so ein sehr gelassenes. Einfach... ah, während dem Mondschein so und durch die Gegend hampeln. Ist einfach cooler als so beim Tag irgendwie. Ich weiß nicht. So, ne? Ich weiß nicht. Sagen wir es mal so, im richtigen Leben finde ich den Tag viel besser, da man einfach viel viel mehr machen kann, mit Freunden und was auch immer, ne? Aber so in den Spielen finde ich die Nacht aber dennoch irgendwie viel cooler und geiler, ne? Denn irgendwie geschieht mehr in der Nacht, aber irgendwie ist es auch immer ruhiger, ne? Also, ich mag das. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich finde das irgendwie cool. So, so viel mal zu der Nacht, ne? Und ja, ich werde jetzt das Öfteren in der Nacht aufnehmen, ne? Also jetzt bin ich, also vorhin, ich habe ja die letzten 7 Parts meistens am Tag aufgenommen. Das liegt daran, dass ich jetzt einen ganz normalen Schlafrhythmus eingenommen habe, ja, wie die ganz normalen Menschen auch, also wie ihr wahrscheinlich, ne? Und ja, jetzt aber werde ich mich mal wieder an den kranken Rhythmus gewöhnen. Das heißt, ich bin am Tag wieder, also ich gehe während dem Tag schlafen und während der Nacht bin ich nachtaktiv. Ich finde das irgendwie geil, ne? Also ich muss immer abwechseln, ne? Damit das irgendwie... ja, damit ich meinen Spaß habe, muss ich immer wieder abwechseln, ne? Damit ich einfach den Unterschied sehen kann, ne? Kennt ihr den Unterschied? Also kennt ihr das, wenn ihr eine lange Zeit auf in eurem Bett pennt und dann eine andere Zeit lang auf dem Sofa pennen geht? Das fühlt sich dann sehr anders an, so... man... erlebt das Ganze dann so voll anders, ne? Kennt ihr das? Also ich hoffe schon, denn ich denke, ihr solltet das kennen. Auf jeden Fall, ja, hat man eine ganz andere Erfahrung, wie ich finde. Und genau so sehe ich das mit dem Schlafen. Also mein Schlafsystem soll sich ändern, damit ich den Unterschied spüren kann. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Sinn macht, aber auf jeden Fall mache ich es bei mir so. Falls ihr es nicht so macht, bin ich definitiv okay. Also ich finde das schon okay. Aber ich brauche meinen kranken Schlafrhythmus. So viel mal dazu. Ich rede wieder heute sehr viele Kacke, aber das muss einfach sein. Denn mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten Parts nicht so viel gesprochen hatte. Also zumal so nicht über krasse Themen und überhaupt habe ich irgendwie nichts gesprochen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie bin ich gar nicht zum Reden gekommen. Was willst denn du, Roselia? Hast du Probleme? So innerlich im Kopf oder im Leben? Dieses hier wird mich töten. Ich muss Stony opfern. Schon wieder muss ich Stony opfern. Ey, das wird mittlerweile ein Ritual, ne? Der Arme, der wird noch oft geopfert werden im Spielverlauf, hab ich so im Gefühl, ne? Ne, ich denke, bis ich einen besseren Sklaven gefunden habe, werde ich den hier ja noch ausnutzen, ne? So, zu wem? Ja, ich denke, ne.
Oder zu dir. Ja, Luxia hat vorhin mit Level 18 die Attacke Biss erlernt. Ist eine unliche Attacke, die wir später definitiv gebrauchen werden. Denn in diesem Spiel werden sehr viele Psycho- und Geister-Pokémon vorkommen. Und unliche Attacken sind gut gegen es. Weshalb wir ja so eine Attacke gut gebrauchen können. Und gut ist natürlich jetzt, dass wir die haben, ne? Später wird er auch Knirscher lernen. Das ist die verbesserte Version von Biss. Aber bis er die lernt, wird noch einige Zeit dauern. Ich glaube irgendwo gegen Level 40 oder? Ich glaube so 38 oder vielleicht sogar 40. Ich hab's vergessen. Ich hab's nicht mehr so richtig in Erinnerung, ne? Auf jeden Fall tut es nichts zur Sache irgendwie, denn da, wo wir es wirklich gebrauchen werden, ist in der Pokémon-Liga. Also da können wir es wirklich gut gebrauchen und bis dahin werden wir es auch haben. Daher mache ich mir ja gar keine Probleme, denn mit Biss kommen wir bis dahin wirklich gut klar, ne? Habe ich so ein Gefühl, ne? Was denkt ihr? Was denkt ihr, Leute? Ich denke schon. Ja. So viel mal dazu und jetzt sind wir wieder zurück zum Bums. Oh mein Gott. Ich habe so ein Gefühl, dass hier sehr viele Trainer vorkommen werden. Kann das sein? Ach ja, Bammelin, das wurde mir auch vorgeschlagen. Aber, Leute, das würde nicht allzu viel Sinn machen, wenn ich zwei Wasser-Pokémon trainieren würde. Bammelin, was ist los mit dir? Ja, das würde keinen Sinn machen, wenn ich zwei Wasser-Pokémon trainieren würde. Ich denke, das wäre der reinste Mindfuck ever. So, ja, ich denke, ich muss Plinprep definitiv etwas trainieren, ne? Komm, mach mal hinne. Ja, noch langsamer, dann gehen wir fast rückwärts, ne? Also, wenn wir noch langsamer sind, Slow-Mo for the win. So. Gibt es noch was ich irgendwie in Erwägung ziehen wollte? Ey, Alter, heute ist mein Deutsch voll gut. Okay, das liegt daran, dass ich mich heute etwas eingeübt habe, indem ich sehr viel gerappt habe, sagen wir es mal so. Ich habe einfach sehr schnell gesprochen und ich wollte einfach... Wisst ihr, Leute, mein Problem ist, ich bin ein sehr krasser Perfektionist. Und das klingt vielleicht gut, aber ist es nicht. Man hat einfach sehr viele Probleme mit sich selbst. Das ist mir bei mir auf jeden Fall sehr aufgefallen, denn ich studiere mich im Moment sehr krass. Denn nur durch das Studieren von sich selbst kann man seine Fehler einsehen und daraus lernen, sagen wir es mal so, ne? Und Alter, hast du ein Leben? Griffel, du Schwein! Ja, nur durch das Studieren von sich selbst kann man über sich selbst lernen und natürlich über die anderen auch, ne? Und bei mir ist es so, ich muss alles perfekt hinbekommen, sonst mache ich es nicht. Ja, das ist das Problem. Also, das könnt ihr bestimmt an meinen Let's Plays auch sehen. Also, falls Projekte nicht kommen, dann liegt das daran, dass ich irgendwelche Zweifel habe oder einfach so ein Gefühl, dass es halt nicht meinen Erwartungen gemäß ist, ne? Und deshalb kommt es bestimmt nicht. Also, ja. Das ist meistens das Problem, ne? Es gibt immer so Kleinigkeiten, die mich einfach aufregen. Und das ist leider mein Problem. Ich kann mich nicht mit halben Sachen zufrieden geben. Ist leider so. Aber das gilt jetzt nicht nur für diese Spiele. Es ist allgemein im Leben. Es ist bei wirklich bei allen Sachen, ne? Es muss einfach perfekt sein, ansonsten mache ich es nicht. Das kann... Ja, das geht schon ab und zu schief, muss ich sagen. Also, ich muss mir das wirklich abgewöhnen und mich mit halb... Sachen zufrieden geben, was natürlich nicht so schön wird, denn mir das abzugewöhnen wird, glaube ich, fast unmöglich, denn ich glaube, das bekommt man einfach angeboren, dass man einfach sich so verhält, denke ich mal, ne? Das sollte in meiner DNA, in meiner DNS drin sein und ich denke, ich kann das auch jetzt so ganz schwer ändern. Ich glaube, es geht, aber nicht so leicht, ne? Naja, drauf geschissen. Auf jeden Fall wollte ich das mal so gesagt haben. Und was wollte ich noch sagen? Ich habe jetzt irgendwo vorhin auch irgendetwas gesagt und ich habe es vergessen irgendwie, ne? Ja. Ach ja, auf jeden Fall werden hier noch sehr viele Trainer auf uns zukommen, wollte ich nur mal so nebenan sagen. Deshalb habe ich auch gesagt, dass ich hier jetzt sehr viel rumspacken muss, um das Ganze zu kompensieren, sagen wir es mal so, denn es werden sehr viele Trainerkämpfe folgen. Also bis wir in Ewigenau ankommen, wird jetzt noch so ein komischer Wald kommen, durch den wir hindurchschreiten müssen und ratet mal, was da kommt. Yeah, viele Trainer. Was an sich gar nicht mal so schlecht ist, denn da kann man natürlich seine Pokémon noch trainieren. Aber irgendwie bin ich nicht so trainergeil, weshalb das irgendwie auch sehr schwul ist. Irgendwie, ne? Auf einer sehr seltsamen Art ist es auch schwul.
Naja, mittlerweile kann man schwul für alles verwenden, deshalb mache ich es auch, ne? So, soll ich mit Primplip, Plinprip, ach, hat der einen verkackten Namen, ich muss ihm endlich einen eigenen Namen geben. Ich nenne ihn, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Naja, bis dahin werde ich mir einen guten überlegen. Hey, Plinfa, man, how you doing, what's up? Was soll ich bloß einsetzen? Ich mache mal Schnabel. Ach, ach, das ist traumhaft. Der Kampf des Jahrhunderts, Schnabel gegen Schnabel, ist ein Traum. Davon träume ich nachts und am Tag eben nicht. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Weiß ich doch nicht, Mann. Okay. Ist es gerade notwendig, meine Pokés zu heilen? Ich denke nicht. Ich habe so ein Gefühl, dass es hier so eine Frau gibt in irgendeinem Haus, die meine Pokés heilt. Es ist nur eine... Ja, nur so eine Schätzung, ne? So, ne? Warte, was? Okay, hier oben gibt's in den Wald. Okay, okay, okay. Dann muss ich wohl hier unten gehen, ne? Hab ich hier einen Trainer verpasst? Hab ich hier irgendwo einen Hodensack verpasst? Irgendeinen Hoden, der gegen mich kämpfen möchte, Mann. Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Zuerst mal diese komischen Beeren hier pflücken. Warum dauert das mit den Beeren immer so lange? Ohne Spaß, ey. Dauert ja fast länger als so ein Kampf, ne? Ne, der war nicht gut. So, Heilball! Heilball, Mann! So, hier seht ihr schon dieses komische Wasser, das man später bereisen kann mit Surfer. Hier werden wir definitiv einmal kommen, denn das wird schon wichtig für mich sein. Und für euch bestimmt auch, keine Ahnung. Und hier gibt es tatsächlich noch einen Trainer, den ich noch nicht besiegt habe. Okay, easy going. So. Zwei Pokémon muss das sein. Okay, es ist Bediza. Okay, es geht, es geht. Gott sei Dank ist es nicht schlimm. Dann, ja, ich hasse Bedizas und, an sich hasse ich die ja nicht, ne? Habe ich einfach jetzt aus Dummheit gesagt, um überhaupt etwas zu sagen. Kennt ihr das, wenn ihr einfach irgendetwas sagt, um überhaupt etwas zu sagen? Ja, bei den Let's Plays ist es ja bei mir auf jeden Fall meistens so, dass ich das einfach sage, um überhaupt einen Satz zu füllen oder einfach irgendetwas, wo man halt nichts sagt, einfach überhaupt etwas zu sagen. Aber wisst ihr, ab und zu ist es besser, nichts zu sagen, als überhaupt etwas zu sagen, denn irgendwie, wenn es keinen Sinn macht, sollte man einfach mal die Fresse halten. Kennt ihr das? Ach, dieses Sprichwort hat es einfach in sich, denn es bringt es auf den Punkt. Wenn man nichts Gescheites zu sagen hat, sollte man einfach die Klappe halten. Ach, ja. So, was soll ich hier bloß machen? Pachiri, so you suck. Übelst. Ich denke, ich werde zu Megasauge gehen, denn, ich denke, das würde ja meistens Sinn machen. Speichert Energie. Mach du mal. Ach, komm, mach. Ich glaube, ich werde das Ganze noch mit Wachstum verstärken. Damit ich ihm noch mehr abziehen kann und mich dadurch noch mehr heilen kann, Mann, Manfred. Okay, wie viel wird das sein? Oh, nicht übel. Aber irgendwie von den KPs her habe ich gar nicht mehr so viel bekommen. Es waren jetzt nur 10 KPs, die ich hinzubekommen habe, ne? Ja, und jetzt noch zwei hinzubekommen. Okay, es macht nicht so viel aus irgendwie, ne? Naja, das war's mal für den Trainer hier. Ich denke, jetzt gibt es aber keine weiteren hier. Okay, das war definitiv jetzt der letzte. Aber glaub mir, da kommen noch einige. Glaub mir, Leute, ich weiß, wovon ich rede. Geh weg, du dicker Wanderer. Kennt ihr die dicken Wanderer? Die gibt es immer noch. Also ja, die gibt es schon seit immer, ne? Ich denke, die dicken Wanderer gibt es in jedem Spiel. In dem ersten Pokémon-Teil gab es die schon. Das waren diese dicke, fetten Wanderer halt, die mit... Ja, die dicken Wanderer halt. Und, ja, die hatten meistens so Stein-Pokémon, so Gestein-Pokémon. Schutz ist wirklich sehr nützlich, bla bla, lass mich bitte in Ruhe. Und du? Seht ihr, ich hatte definitiv recht mit der Frau, ey. Die halt meine Pokés, das ist geil. Ja, und ich denke, in Soul Silver, denke ich, gab es die auch, die dicken Wanderer. Aber da bin ich mir jetzt echt unsicher, das weiß ich jetzt nicht mehr. Falls ihr es wisst, Leute, schreibt es mir, denn ich würde es wirklich gerne wissen. In der dritten Generation, glaube ich, gab es keine dicken Wanderer. Und der vierten, das ist das hier. Hier gibt es die wieder und in der fünften gibt es die auch wieder. Geil!
Hallo, mein Name ist Ryza. Und du bist? Oh, du bist also Bladeus. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Bladeus, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Klar, Mäuse, machen wir. Ja, ich muss mal kurz rülpsen. Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Egal. Ich habe gehört, dass hier einige dunkle Gestalten herumlaufen, die sich Team Galactic nennen. Ich denke, wenn man nicht alleine geht, ist man auf jeden Fall sicherer. Kann ich bitte mit dir gehen? Mäuschen, komm einfach mit. Komm, wir zwei zusammen, das wird bestimmt etwas. So, da gibt's einen Pokéball. Pokéball, Mann. Okay, musst du unbedingt jetzt in den Kampf kommen. Ach ja, muss ich das jetzt auch erklären? An sich nicht. So, ja. Diese gute Frau hier wird uns jetzt begleiten auf unserer Reise. Nee, an sich nur durch den komischen Wald hier. Und an sich ist sie sehr nützlich. Hier kann man, wenn man jetzt irgendein Pokémon trainieren möchte, kann man es hier sehr gut machen. Denn dieses Chanaira, das diese gute Frau hier benutzt, die kann eure Pokémon heilen. Also die benutzt einfach Genesung und euer Pokémon wird dann dementsprechend geheilt, was sehr cool ist. Und ja, falls ihr mal Bock habt, könnt ihr hier sehr krass derbe übelst trainieren. Gerade wegen diesen Doppelkämpfen hier, ne? Außerdem hilft es euch in den Kampf einigermaßen. Also jetzt nicht übelst, aber ja, besser etwas als nichts, ne? Und ich denke, nach jedem Kampf werden eure Pokémon wieder komplett geheilt. Sicher bin ich mir da nicht, aber ich werde es jetzt mal nachprüfen. Überprüfen sogar. Also ich kann das jetzt nur in den APs erkennen, denn ich habe ja keine KP verloren. Seht ihr, meine APs wurden alle geheilt. Also Blubber ist wieder komplett aufgewühlt. Das heißt, es gibt keinen besseren Trainingsort als diesen hier. Denn wie gesagt, hier kommen, ja, also euer Team wird komplett geheilt, was natürlich sehr cool ist, ne? Blabla, du suchst nach, bums mich weg, Manfred, was schläft mit dir? So, was, wohin? Ach ja, seht ihr diesen komischen Stein da? Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Falls ihr im Spiel mal ein Evoli bekommt, müsst ihr mit diesem hierher kommen und ihm vor dem Stein da ein Sonderbonbon geben, damit es ein Level Up bekommt. Dann wird es sich zu seiner Pflanzenform entwickeln, die im Spiel neu ist. Ich weiß nicht, wie es genau mehr heißt. Irgendetwas mit oh fuck, ich hab keine Ahnung. Etwas mit F, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Pflanzenform von Evoli. Ah, verdammt, etwas mit. Ich hab's so auf der Zunge, wisst ihr, aber ich kann es gerade gar nicht so. Verdammt, ich muss es. Nach diesem Part werde ich das definitiv überprüfen. Ich muss wissen, wie es heißt. Es war etwas mit F. Irgendetwas mit drauf geschissen. Auf jeden Fall, wenn ihr das macht, habt ihr ein Evoli in der Pflanzenform. Und ja, ich glaube, es ist nicht so schlecht, aber ich werde es definitiv nicht gebrauchen können, denn ich habe ja schon ein Pflanzen-Pokémon, das ich im Moment trainiere. Und ist Blubstrahl besser? Es ist speziell. Ich wünschte mir, dass es physisch wäre, aber nee, das ist es nicht. So, wir werden Blubber durch Blubstrahl ersetzen, was irgendwie sehr viel Sinn macht, denn es ist, ja, einigermaßen stärker. Der Stein ist von Moos bedeckt, das fühlt sich sehr herrlich kühl an. Ja, falls ihr also einen habt, später mal, ich denke, irgendwo bekommt man eins. Also, ich werde euch danach drüber erkundigen, falls wir an der gewissen Stelle sind. Ich muss mich aber zuerst mal selber erkundigen, wo man eins bekommt. Und dann werde ich euch mal da Bescheid geben. Zuerst muss ich hier mal einen Schutz aktivieren. Und ich habe noch 10 Schutz. Oh, ich bin so ein Boss, ey. Dass ich mir die gekauft habe, das war eine Wohltat für mich selbst. So, mit wem soll ich hier in den Kampf losgehen? Ich denke nicht, dass es mit Plimprup wirklich so klug ist, ne? Ich werde mal einfach Luxio an der ersten Stelle lassen, denn ich denke, das wird besser klappen als mit dem anderen. An diesem Ort befinden sich sehr viele Käfer- und Pflanzen-Pokémon und ich denke mit, wenn ihr, also falls ihr das Feuer-Pokémon am Anfang genommen habt, sollte dieser Ort hier gar kein Problem für euch sein. Für mich einigermaßen, da ich ja jetzt, da ich ja ein Wasser-Pokémon genommen habe und damit geht es zwar auch, aber nicht so leicht wie mit einem Feuer-Pokémon, ne? Dennoch sehen wir hier ein Pachirisu, was trotzdem noch gefährlich werden kann, ne? Denn, ein Elektro-Pokémon kann immer gefährlich werden. Egal, welche Starter-Pokémon dann man halt auch nimmt, ne?
Auch für Chillers würde es jetzt gar nicht mal so gut aussehen. Okay, ja, für Chillers würde es auch nicht gut aussehen. Ich meine, er ist ein Pflanzen-Pokémon und hier bekommen ja nur Käfer und weiteres. Es wäre also auch gar nicht so leicht, ne? Sehr gut, Chanaira, sehr gut. Das war gar nicht mal so blöd. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte. Ich glaube, vor zwei Parts, also in Part 6, ne? Hatte ich ja dieses komische Golbat begegnet, falls ihr euch dann noch erinnern könnt. Ich habe mal geguckt, wie groß die Chance, also wie hoch die Chance ist, dass man eins begegnet. Und ratet mal, wie groß sie war. 1%. Oh yeah. Ich hatte derbe krass viel Glück, ey. Das kann's gar nicht geben. Aber ich hatte mich auch schon gewundert. Das kann ja gar nicht sein, ein Golbat auf Level 10. Das klang schon so unrealistisch. Ich dachte mir schon, der Fug. Und es war auch so. Es war definitiv so, denn das geht ja nicht, ne? Also, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Ganze mal antrainieren oder so, ne? Also ich denke, es gibt überall solche Pokémon mit einem Prozent, die man fangen kann. Ich werde euch die wirklich gerne aufsagen, wenn ich an den gewissen Stellen bin, aber ich bin einfach viel zu faul, um das nachzusehen, denn das ist einfach viel zu krass. Also ja, ihr wisst schon. Also falls ihr es wisst, könnt ihr es mir ruhig sagen, denn ich habe einfach viel zu wenig Lust, das Ganze zu machen. Ja, so viel mal dazu. Ich bin fauler Bastard, das wisst ihr schon, nichts Neues. Und ja, so, hier gibt es einen Paraheiler und ja, nicht übel, aber naja. Hat sich dieser Wald verändert? Ich denke, in Diamant und Perl sah er an sich genauso aus, ne? Ich stelle mir aber gerade die Frage, ob ich damit irgendwie recht habe oder auch nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Was sind das denn für zwei? Sind das Psycho-Heinis? Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Ich kann deine Nieder. Okay, es sind Psycho-Heinis. Hey, Stony, Alter, du bekommst ein Level Up. Du bist ein Hengstmann. Okay, das war jetzt nicht geplant. Jetzt bekommt der Drecksack. Nee, lass mal. Jetzt bekommt der Drecksack Erfahrungspunkte. Naja, ich denke, er hat sich es auch verdient, ne? Schlechtes Deutsch for the win. Lalalalalala. Ach ja, ist auch eine Sache, die mich sehr oft aufregt. Mein beschränktes Deutsch, ne? Also, naja, viele von euch wissen ja, dass ich gar kein Deutscher bin und die deutsche Sprache auch nur während meinen Let's Plays hier benutze. Aber, ich wünschte mir persönlich, dass ich sie noch viel besser drauf, beherrschen würde, ne? Also, ich bin, wie gesagt, dieser kleine Perfektionist und es regt mich auf, wenn ich etwas nicht kann. Und ihr wisst nicht, wie oft ich ab und zu einen Part neu machen muss, weil ich einfach irgendwo etwas so übelst verkacke, so wortgemäß, dass ich einfach nur ausrasten könnte. Und ja, da merkt man es einfach wieder. Da habe ich einfach wieder so Lust, einfach, Alter, bist du denn dumm? Da will ich mich lieber am selbst, lieber so selbst kloppen, ne? Wisst ihr so? Einfach mal selbst auf die Dinger kloppen, whatever. Seht, ich kann mich mal nicht gut ausdrücken, ich bin so schlecht, ey, ab und zu. Nicht immer, aber ab und zu halt. Okay, das wird jetzt nicht so leicht mit einem Pflanzen-Pokémon, das hier zu machen. Denn ich kann hier nichts machen. Gar nichts. Ich muss mich auf Chanaira verlassen, was eine Sache an sich, also was keine gute Sache ist, denn keiner verlässt sich auf Chanaira. Ich muss hier definitiv wechseln. Ich muss hier wechseln. Ich gehe zu Blimprep. Ob das klug ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich zweifle ganz stark daran, dass die Pokémon Pflanzenattacken drauf haben. Und dieses hier ist paralysiert. Nice. So, ich mach mal Schnabel auf den hier, denn ich denke, der hier wird etwas gefährlicher als dieser hier. Flinklaw for the win. Sehr gut. Okay, sehr gut. Volltreffer und tot. Nice. Okay. Und dieses hier sollte auch sterben. Sehr gut. So mag ich es. Genau wie es verlaufen soll. Oh yeah, bitches. Panikon und Burmi. Nochmal. Ey, dieses hier sieht anders aus. Warum siehst du anders aus, Mann? Was läuft mit dir? Ne, warum sieht das jetzt anders aus? Also soweit ich weiß, hat dieses Burmi die Fähigkeit, sich entsprechend dem Orten, wo es sich befindet,
eine andere Form anzunehmen. Und ich glaube, es gibt 3 bis 4 Stück. Ich weiß jetzt nicht, warum dieser Kerl hier 2 verschiedene hat, obwohl er sich an einem gleichen Ort befindet. Ich denke, das haben die Spieleentwickler mit Absicht gemacht, einfach um die verschiedenen Formen zu zeigen. Ich bin mir aber nicht sicher, ne? Denn an sich ist das ja gar nicht möglich. Denn im Wald nimmt er nur eine Form an und er kann jetzt nicht zwischen 2 Formen wechseln. An einem gleichen Ort, versteht er? Keine Ahnung, ist mir an sich auch egal. Naja, Pudox, okay, das kann doch etwas gefährlicher werden, denn Pudox ist cool. Und gefährlich. Okay, sehr gut. Eierbombe, es verliert nicht so viel, aber ich denke, mit einem weiteren sollte es aber sterben. Und komm, Eierbombe! Ah, you suck, Chanera! Okay, das war cool. Gut, dass er mich nicht angegriffen hat, denn ja, das würde ich sagen. Sowieso ist es egal, denn meine Pokémon werden ja nach jedem Kampf wieder geheilt. Oh yeah. Und Plimprep erreicht Level 20. Sehr gut. Seht ihr das mit dem Training? Also das klappt hier sehr gut. Aber ich muss unbedingt meine Rosalina heilen. Ja, sie ist männlich, aber für mich ist sie weiblich. Und für die, die immer noch rummotzen, ja, nervt mich nicht, sie ist weiblich. So, warte. Hier gibt es was. Also man muss nicht alle Trainer hier bekämpfen, ne? Aber ich werde es dennoch machen, einfach, da ich... Ja, weil ich es kann, ne? Ich glaube, die hier kann man, auslassen. Tipps für Trainer, bla, lass gehen. Okay, wo geht das jetzt hin? Irgendwo hier rauf. Ja, die kann man definitiv überspringen. Werden wir aber nicht. Na, solange ich nicht dabei sterbe, ist es okay. Also, meine Pokémon. Ich kann ja schlecht sterben. Das würde gar nicht klappen. Und wann entwickelt sich mein komisches, Knospi? Und warum tauchen hier Pokémon auf, wenn ich einen Schutz aktiviert habe? Hey, Knospi, man, how you doing? Auf Level 10, gar nicht mal so schlecht. Dennoch ist mein stärker. Und mein sieht cool aus. Obwohl nicht, aber egal. Oh mein Gott, viel Gras. Viel Gras, viel zu viel Gras. Und deshalb kommen auch wilde Pokémon auf mich zu. Sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Lass mich einfach gehen. Ich möchte hier raus. Oh mein Gott. Seht ihr? Also, ich denke, ich habe nicht... Also, ich habe nicht zu viel versprochen. Oder zu wenig versprochen. Wie sagt man das? Zu viel versprochen? Ich denke, ja, das klingt eher richtig. Als ich gesagt hatte, dass jetzt sehr viele Trainer auf uns zukommen werden in diesem Part. Und ich denke, es werden noch weitere kommen. Oder sind wir jetzt durch? Wir sind durch. Okay, können wir noch nicht durch. Hier brauchen wir Zerschneider. Weiter vorne liegt die alte Villa. Heute lebt darin niemand mehr. Es soll in der Villa sogar spuken. Ja, so viel mal dazu. Das klingt sehr interessant, aber. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Alleine wäre ich niemals durch den Wald gegangen. Vielen, vielen Dank, Bladius. Bitte nimm das als Zeichen meiner Anerkennung. Sanftglocke erhalten. Ich denke, dieses hier gab es auch in der Platt, also in der Diamant- und Perle-Edition nicht, dass man dieses Item von der Frau hier bekommt. Ist also auch eine kleine Neuerung. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal begegnen. Bis dahin, alles Gute. Wie kannst du dir bloß so sicher sein, Vibe? Erklär's mir bitte! Sie kann auch in die Zukunft sehen, habe ich so im Gefühl. So, was gibt's hier noch? Also ich möchte irgendwie so... in die Stadt kommen, bevor ich den Part enden lasse. Aber naja, ich denke, das wird jetzt aber irgendwie knapp, ne? Egal. Ja, ich werde jetzt versuchen, habe ich das in diesem Part schon erwähnt, das mit den kurzen... Ey, warte. Oh verdammt, ich glaube, ich habe es verkackt, ne? Ja, ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt, dass ich die Aufnahme des Öfteren verkackt habe. Ich wollte euch fragen, ob das mit dem Video so momentan okay ist, also die Länge des Videos, ne? Ich mache ja meistens jetzt Videos über 20 Minuten, so über 23 Minuten leider, also ist schon sehr lang. Und ich wollte euch fragen, ob das okay ist oder ob ich sie etwas kürzer machen soll, denn ja, nicht jeder hat die Zeit, sich ein Video von 23 Minuten anzugucken und ja, ich hatte nichts dagegen, wenn ich sie etwas kürzer machen würde, sollte... Aber, ja, falls ihr wieder so lange Videos wollt, dann kann ich das auch so weitermachen. Also mir ist es an sich schnuppes. Schreibt es mir bitte unter den Videos, denn ich würde es wirklich sehr gerne wissen, denn
Ich würde es einfach gerne wissen. So, diese vier Trainer möchten auch gegen uns kämpfen, aber ich denke, das wird für diesen Part leider nicht mehr reichen, denn das sind einfach viel zu viele Kämpfe. Und ich denke, ich werde die sogar offscreen machen, denn es sind einfach nutzlose Kämpfe. Das sind meistens Carpador-Trainer, falls ihr die kennt. Und ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen, oder? Es sind Carpador-Trainer halt. So, hier sind wir jetzt in Ewig genau und ja, hier befindet sich ja auch der nächste Arena-Leiter. Und ja, also auf jeden Fall werden wir im nächsten Part die Stadt mal erkunden und gucken, was es alles gibt und wahrscheinlich auch den Arena-Leiter herausfordern. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wir sehen uns hier an dieser Stelle wieder. Ich sage Tschüss, euer Bladius.